Hallo, hier ist Andrea. Heute will ich mal ein wenig berichten, wie ich meine Klimaanlage auf Vordermann bringe. Einmal im Monat sollte man die Klimaanlage reinigen, und zwar mit ein wenig Essig und Wasser. Und ich zeige euch heute, wie das geht. Also, hier habe ich den ganz normalen Essig. Den kann ich in jedem Laden kaufen. Dann habe ich hier einen Messbecher. Und jetzt fülle ich da ungefähr 2/3 Cup. Das ist so, naja, so viel. Dicker Daumen, kann man sagen. Das fülle ich dort rein und das gieße ich dann in den Stutzen für die Klimaanlage. Das zeige ich auch gleich. So, wir sind jetzt hier an unserer Klimaanlage, an dem Thermostat. Bevor ich jetzt mit dem Reinigen anfange, muss ich erstmal den Thermostaten ausschalten, damit die Klimaanlage stoppt. So, jetzt ist sie aus. So, wir stehen jetzt hier vor der Klimaanlage, das ist das Innenteil. Und wir haben hier einen Stutzen, da ist oben eine Kappe drauf, die muss ich jetzt abnehmen. Und dann sieht man hier die Pipe und da werde ich jetzt den Essig reingießen und der läuft dann durch die Pipes und reinigt praktisch diesen Schlick, der in den Pipes drin sitzt. Also, jetzt muss ich ein bisschen zielen. Okay, es geht los. So. Okay. So, wir sind jetzt wieder zurück an der Klimaanlage. Der Essig hat ungefähr 30 Minuten jetzt die Pipe durchspült und jetzt gieße ich das Ganze mit Wasser nach, um alles rauszuspülen, was in irgendeiner Form sich in den Pipes abgesetzt hat. Und wir zeigen das auch, wie es draußen aussieht, wenn das Wasser rauskommt. Also, ups, das war ein bisschen zu stürmisch, denn ich habe gekleckert. So, jetzt ist alles ausgespült. Jetzt mache ich hier den Deckel zu und die Klimaanlage ist für 4 Wochen gereinigt. Jetzt zusammengefasst nur noch mal kurz, wir haben jetzt die Klimaanlage geputzt und ich habe das Ganze sehr kostengünstig gemacht. Das ist ganz normaler Haushaltsessig, den kann ich, einen Liter kriege ich so ungefähr für $1 ein paar Cent. Und hier ist ein Messbecher, da habe ich also wirklich nur eine 2/3 Cup, nennt sich das, ist so ungefähr so ein Daumen breit. Das ist das, was ich auf der Flasche da reingekippt habe und das nehme ich zum Durchspülen der Pipe. So, das haben wir ja schon alles gemacht. Alles ist jetzt soweit sauber. Für die nächsten 4 Wochen bin ich fertig und ich muss nur noch die Klimaanlage jetzt anschalten. Dankeschön.